Freuen wir dann anfangen, und ihr euch die nächsten 59 Minuten auf mich und Max konzentrieren. Das ist schwer, so viel. Ja. Ganz kurz zu meiner Person. Die Max habt ihr ja eh gerade schon gehört. In dem Vortrag hat sich, glaube ich, ausführlich vorgestellt. Ja, das reicht. Genau, das reicht jetzt erstmal an Informationen über ihn. Ich bin der Markus Metzdorf. Ich komme aus München, mache den Zugfunk-Podcast. Das ist ein Podcast mit dem Untertitel Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Ich bin selber Lokführer und das ist quasi ein Eisenbahn-Podcast, einer von aktuell vielen in Deutschland. Und worum soll es heute gehen? Mein Thema ist Feedback und es ist hauptsächlich aus der Position des Hörers entstanden. Also gar nicht mal ich als Podcast-Macher, sondern ich als Podcast-Hörer, dass ich über einige Podcasts gestolpert bin und mir so dachte, nee, so macht man das vielleicht besser nicht. Das ist vielleicht nicht die Wertschätzung, die man einem Feedbackgeber entgegenbringen sollte. Deswegen wollte ich mal so ein bisschen diskutieren mit Hörern, aber auch mit Podcast-Machern. Was macht man aus Feedback das, was man bekommt? Also um den Workshop vielleicht ein bisschen abzugrenzen, wir wollen uns heute nicht darüber unterhalten, wie man mehr Feedback bekommt. Wir gehen davon aus, wir haben das absolute Luxusproblem, wir haben das Feedback schon. Ich weiß, es gibt, ich habe mich die letzten Tage so ein bisschen umgehört, da ganz unterschiedliche Quoten, was an Feedback zurückkommt. Man spricht da von Promille, sprich ein Podcast mit 1000 Hörern freut sich über einen Kommentar. Ich muss sagen, mir geht es da ein bisschen besser. Ich spreche immer von ca. 400 Hörern, das ist so das, was so die ersten 48 Stunden kommt an Downloads. Und da kommt pro Folge irgendwas zwischen 5 und 10 Kommentaren. Und das ist halt die Frage, was macht man aus den Kommentaren? Darüber wollen wir uns ganz kurz unterhalten. Aber davor geht es noch um ein anderes Thema. Weil Umgang mit Feedback kann man ja auf zwei Seiten verstehen. Einmal, wie verarbeite ich sie inhaltlich, aber auch, wie organisiere ich mich? Und schon bei 10 Kommentaren ist das Problem, dass die 10 Kommentare nicht alle im Blog untereinander schön sortiert kommen, sondern die kommen halt auf Twitter, E-Mail, im Blog, ja auch per WhatsApp, weil man hat ja auch Freunde, die hören es und da kommt natürlich auch der Response. Instagram, dann die anderen Verbreitungskanäle, die wir ja auch alle noch ansprechen wollen, sollen. YouTube, ich weiß nicht, kann man auf Netflix, nee, nicht Netflix, Spotify, Kommentare schreiben? Zum Glück nicht. Aber eventuell auch nur eine Frage der Zeit. Da wollen wir uns ein bisschen ganz kurz und im ersten Teil unterhalten, wie schafft man das vielleicht, das besser zu organisieren. Ich sage gleich, wir beide haben, glaube ich, nicht die Lösung. Wir versuchen ganz kurz vorzustellen, wie wir es gerade machen und hoffen, dass ihr in den nächsten Minuten vielleicht einen Vorschlag, wie man das besser machen könnte. Muss ja noch nicht. Würde es auch interessieren, wie ihr es macht. Also ja. Ich finde, wir können ja mal so ein bisschen quasi unsere Herangehensweise erklären und dann können wir ja gerne mal einmal rein umgehen und jeder, der möchte, sagt einfach mal, wie er es oder sie es bei sich macht und das ist ja an sich schon mal vielleicht interessant. Gut, dann mache ich da mal den Anfang. Ich mache es aktuell noch ganz trivial, also in der Pre-Show, also in der Vorbesprechung, da wo man sich schon zusammensetzt, setzt sich halt einer meiner Mitpodcaster oder ich, der geht halt alle Feedback-Kanäle durch, loggt sich jeweils in die Accounts ein, macht Copy and Paste, zieht das rüber in das Sendungsdokument, was bei uns halt Google Docs ist. Und das war's. Und da ist die Gefahr, dass bei was verloren geht, super schnell. Einmal nicht mitkopiert, bei YouTube nicht die richtige Sortierung ausgewählt, einen aktuelleren Kommentar bei einem älteren Video übersehen. Schon verloren gegangen. Ich teste gerade eine neue Variante seit einer knappen Woche und versuche das über Slack zu machen. Man kann in Slack super leicht den Blog einbinden als RSS-Feed. Also es gibt bei WordPress ja die Kommentare als RSS-Feed. Den RSS-Feed kann man in Slack einbinden und dann landen die da sofort da drin. Funktioniert super. Twitter geht auch super. Es gibt ein Twitter-Plugin für Slack. Alles, was an Twitter-Response kommt, landet sofort im Slack. Funktioniert auch super. Aber dann hört es leider bei mir schon auf. E-Mail wird auch noch gehen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber YouTube
geht scheinbar gar nicht und wie die anderen Kanäle funktionieren, da bräuchte ich noch eine Lösung. Ansonsten wäre das halt toll, weil eine Anforderung ist ja noch, dass man, viele Podcaster arbeiten ja mit mehreren Hosts, also mit mehreren Mitpodcastern, die alle das ja möglichst auch noch sehen wollen. Ich verstehe noch nicht, wie du das machst. Wenn du das in meiner Stelle alles haben willst, dann du bekommst einen Kommentar und dann kopierst du das unter deinen Namen oder unter bekannten Namen auf einer Stelle oder das also in der klassischen Variante einfach Copy and Paste ins Dokument rüberziehen, das war es dann schon. Das ist wirklich nur den Text kopieren. Damit man es an einer Stelle hat und in der Sendung abarbeiten kann. Ja, aber das ist nur für dich nicht sichtbar. Genau, das ist nicht sichtbar. Nein. Es geht nicht darum, das zu veröffentlichen, sondern es geht nur darum, wie kann ich das zentral abarbeiten in der Sendung. Kommt natürlich darauf an, das kommt dann im zweiten Teil, wie ich mit dem Feedback überhaupt umgehe. Wenn ich sage, mich interessiert das Feedback eh nicht, das ist schön, dass die da sich vor sich hin blubbern, aber ich verarbeite das in der Sendung nicht, dann hat man das Problem nicht. Das ist so mein Status quo. Ob ich mit Slack weiterkomme, weiß ich noch nicht. Aktuell ist es noch Copy and Paste und dabei geht halt selbst schon bei 10 Kommentaren doch mal was flöten. So, jetzt so. Genau, bei mir ist die Situation so, dass ich recht viel Feedback kriege. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht zählen. Wahrscheinlich so 150 bis 200 Replies, E-Mails, YouTube-Kommentare. Da kommt sehr viel zusammen. So ein bisschen Vorgriff auf Umgang mit Feedback, aber ich versuche gar nicht. Also A wird sowieso nicht jeder, der Feedback gegeben hat, in der Sendung erwähnt und ich versuche nie den Anspruch der Vollständigkeit auch nur zu suggerieren, bei den Leuten, dass, glaube ich, nicht klar ist, wie viele Facebook-Nachrichten ich zum Beispiel allein kriege halt an die Seite und ganz viel auch E-Mail immer noch, das ist ganz interessant. Ich organisiere mich dann so, dass ich möchte wichtige Dinge nicht verpassen. Ich habe ein eigenes Forum aufgesetzt, das ist für mich generell sehr wichtig für die Einbindung der Hörerinnen und Hörer, weil die auch selber an den Sendungen mitarbeiten dürfen und auch sollen. Das macht die Sendung viel, viel besser. Und da gibt es halt einen Feedback-Kanal, den ich auch immer zeitnah im Blick habe und wo auch eigentlich auch klar ist, ich reagiere auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise. Und da ist die Kommentarkultur noch wunderbar und ganz super. Da kriegt man dann ellenlange Riemen hingelegt und dann muss man sich halt irgendwann die Zeit nehmen, um die auch zu beantworten. Und was dann eben Twitter, YouTube, Instagram, Facebook angeht und E-Mail hat man ja am leichtesten im Blick, ist es, dass ich mir bei verschiedenen, bei Twitter zum Beispiel quasi eine Weiche eingestellt habe zu Slack, die mir alle Tweets nur von Leuten weiterleitet, die gewissen Influencer-Score haben. Einfach nur, ehrlich gesagt, sehe ich auch alle anderen, aber ich will einfach nur die wichtigen Dinge, da will ich auch noch auf einem anderen Kanal gepusht werden. Ob mich gerade irgendein Medium retweetet hat oder da irgendwas schreibt, das will ich halt dann gleich sehen. Und ansonsten mache ich das im Kommentarbereich nach der 3-Minuten-Regel. Wenn es mich nicht mehr als, ehrlich gesagt, das ist eher eine 30-Sekunden-Regel, wenn es mich nicht mehr als eine 30 Sekunden kostet, da jetzt gleich drauf zu reagieren, dann mache ich das immer sofort weg. Weil die Leute freuen sich total, weil sie direkt Feedback bekommen. Ich nutze TweetDeck, das heißt, ich kriege sowieso bei Twitter alles in Echtzeit rein. Facebook wird einem ja überall hingepusht, wo man eingeloggt ist. Das Einzige, wo ich quasi mal so ein paar Stunden hin dran bin, ist YouTube, aber da ist es auch für alle eigentlich okay. Und das ist quasi so mein Weg, dass ich das kleine Feedback, wo man einfach nur sagt, hey, danke für die Anmerkung oder nee, hast du falsch verstanden, haben wir so und so gemeint, mache ich immer sofort gleich weg. Dann kommen da manchmal auch Diskussionen raus, das kann dann manchmal auch ein bisschen über Tage gehen, aber das ist halt Internet. Da muss man mit leben. Und die großen Feedback-Blöcke, das hat sich aber so quasi selbstständig rausgebildet, sind immer Facebook-Nachrichten, E-Mail und eben in meinem eigenen Forum. Und so hat sich das entwickelt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch quasi, also dadurch, dass ich ja Social-Media-Berater bin und ich habe auch mal so eine der größten Sport-Communities Deutschlands geleitet, deswegen macht mir das nichts aus, wenn es bei mir den ganzen Tag auf, also ich kriege 300 Notifications am Tag, also das stört mich, also lass mich davon nicht stressen, deswegen fällt es mir, glaube ich, auch einfacher, da so zu sagen, ja, ich mache das so im Nebenher immer so ein bisschen. Also das vielleicht noch einschränken. Wie machst du es? Ich habe gerade eben erst angefangen. Stimmt. Nach 3 Wochen, 4 Wochen für einen Podcast zum Thema Klinikseelsorge. Ich habe im Augenblick jetzt schon mal eine Seite auf Facebook eingerichtet. Augenblicklich kriege ich einige Nachrichten, sei es über Facebook, sei es über E-Mail. Die beantworte ich im Augenblick noch nicht.
Ja, händisch mache ich noch, ja. Also Bot gibt es noch nicht, antwortet. Nee, aber für mich ist eher so die Frage, tippe ich was oder wenn ich jemanden kenne, wo ich gegebenenfalls auch die Handynummer habe, schicke ich gerade eine WhatsApp, wo ich gerade was drauf spreche, geht für mich einfach schneller. Ja, okay. Ja, klar. Also das ist für mich auch nochmal eine Überlegung, da eventuell einen eigenen WhatsApp-Kanal drauf zu machen, wo ich einfach nur noch drauf spreche und derjenige kriegt die Nachricht direkt rüber. Das ist für mich am schnellsten. So, wir bekommen in unserem Podcast Kommentare ganz selten, aber und es gibt meistens Kommentare über so, danke, dass du sie das machen. Dann zweiter Kommentar ist, sie haben dieses Wort falsch benutzt. weil das ist ja im Fremdsprache, so dann, dann kommt das, so dann sind das grammatische Bemerkungen. Und dann dritter Kommentar gibt es, also der Tipp vom Kommentar ist, ich habe noch Vorschlag für Themen. Mhm. Was, wenn wir das bekommen, dann versuche ich auch so reagieren und mindestens irgendwelche Danke zu schreiben. Aber so meine Frage eigentlich hier ist, ob soll man wirklich auf jeden Kommentar antworten? Und so wenn jemand schreibt, so das Running, das so diese Podcast gefällt mir und ich habe nur mit dieses Smiley geantwortet und dann haben wir nach ein paar Monate Info gekriegt von jemandem, so ich höre ihr Podcast nicht mehr, weil mein Bruder hat E-Mail geschrieben und sie haben nicht geantwortet. So, ich habe geantwortet und dieses Smiley dort, das so, ich freue mich, dass dass jemand mag mein Podcast, aber so, ja, was ist dann richtige Antwort für alles? So, ja, danken, dass es jemand hat grammatische Fehler gesucht und ja, so, das ist ja in dieser Podcast auch ganz wichtig, aber ja, und wenn irgendwelches Kommentar kommt, dann antworten wir immer. Also wenn das mit im Twitter kommt, dann antworten wir im Twitter. Wenn das Kommentar im Webseite ist, dann im Webseite. Und manchmal, wenn die Kommentare kommen, dann sagen wir im Podcast, ja, danke für die Kommentare. Also, das sind eigentlich nicht Fragen. Wollen wir die Frage ganz kurz zurückstellen, weil das ist ja so der zweite Block, den wir einbauen wollten. Also den wie gehe ich inhaltlich damit um? Genau die Fragestellung kommt dann auf, beantworte ich jede oder beantworte ich sie global. Aber organisatorisch habt ihr da keine spezielle Vorgehensweise, dass ihr die UFO hinkopiert, sammelt, sondern ihr macht das ja auch zu zweit, ja. Und ihr beantwortet halt einfach direkt und dann war es ja. Im Endeffekt. Ja, okay. So, meistens so, dass meistens geht es um danke, dass, danke für dieses Kommentar und eigentlich das ist alles. Oder? Okay. Nächstes Mal machen wir anders und nutzen wir ein anderes Wort dafür. Aber, ja. Okay. Aber wir sammeln nicht die Kommentare irgendwie zusammen. Und wenn wir das im Podcast machen, dann sagen wir, ja, und diese Person, oder nicht diese Person, weil wir wollen nicht eigentlich nennen, weil dann vergessen wir immer jemanden. Und dann sagen wir, ja, wir haben mehrere Kommentare bekommen. Mhm. Danke. Okay. Das ist eigentlich. Dann die nächste. Genau. Ehrlich gesagt, da ich eingebunden bin als Journalistin beim BR, habe ich dieses Problem nicht. Oder stellt sich mir diese Fragestellung nicht, wie ich direkt mit dem Feedback umgehe, weil es wird bei uns gesammelt, ich kriege das direkt. Insofern ist es nicht in meiner Verantwortung, wenn da irgendwie was durch die Lappen geht. Mich interessiert tatsächlich auch der zweite Teil dann dieser Runde, wie ihr mit Feedback umgeht, wie ihr das inhaltlich aufgreift, was ihr macht, wenn eben so ganz kritische und frickelige Kommentare kommen, die jetzt irgendwie, wo jemand halt einfach mal seinen Frust ablässt und man liest es schon, möchte aber trotzdem ordentlich antworten. Und dann machen wir das gleich.
So, der nächste hat noch keinen Podcast, das weiß ich. Ich habe noch keinen. Deswegen überspringen wollte ich erstmal. Ich muss wahrscheinlich relativ bald los. Was mich interessiert eigentlich, oder meine Erfahrung ist, ich kriege eigentlich nur Feedback, wenn was nicht läuft. Also wenn die Alexa-Skill Scheiße macht oder wenn wir mal zu spät dran sind, vom Zeitfenster her. Also wenn die Leute den Inhalt erwarten und dann kommt er nicht, dann kriegen wir Feedback. Ja. Wir wollen eigentlich Feedback, wie wir unsere Inhalte gestalten sollen. Und da kommt aber sehr wenig im Moment. Und wir experimentieren da jetzt mit Facebook und so, dass wir kleine Nachrichten schreiben schon während dem Tag. Aber eigentlich wollen wir mehr Feedback generieren. Okay, leider nicht unser Thema. Der nächste. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich stecke jetzt in 4 Podcasts mit teilweise verschiedenen Teams und also verschiedenen Kommentarhäufigkeiten und Dichten. Vielleicht so der Podcast, wo ich am meisten Zeit investiere, da gibt es am wenigsten Kommentare. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, wie gehe ich damit um, dass ich mir wenigstens ein bisschen mehr wünsche oder überhaupt irgendwas. Wir haben das mal gemacht vor Anfang des Jahres, glaube ich, war das, dass wir dann quasi gebettelt haben, schreibt doch bitte alle mal, wenigstens irgendwie mal schreiben, was schon ein bisschen verzweifelt ist, aber zumindest haben wir auch mal 30 geschrieben, was uns sehr gerührt hat. Und wie habt ihr die 30 dann gesammelt? Also habt ihr sie irgendwie zusammengesammelt? Oder? Ja, wir haben zwei Sonderfolgen oder Ansprachen gemacht. Einmal eine Bitte an die Hörer und dann noch eine Antwort an die Hörer und haben dann auch alle einzeln besprochen in einem Audio. Genau, jetzt die organisatorische Frage. Habt ihr sie dafür irgendwie euch rauskopiert? Habt ihr sie automatisch sammelt? Irgendeinen Automatismus da gehabt? So viel ist es ja nicht. Die 30 haben wir so hingekriegt. Okay. Also, es gab keinen Punkt, wo es in dem Format so viel geworden wäre, dass es irgendwie... Ich sehe schon, der zweite Teil unserer Runde wird deutlich interessanter. Ansonsten hängt es halt stark von dem Format ab, immer noch mit dem Warnhelden-Format, wo, glaube ich, ganz oft auch Kommentare kommen, also das stimmt so nicht, da ist eine Zahl falsch und diese ganzen technischen, aber auch politischen Formate, da ist dann immer ganz viel, ihr habt die vollkommen falsche Meinung. War ja schön geistigen Formaten, wo ihr sowieso denkt, da gibt es halt nichts und Lob gibt es sowieso nicht. Also okay. So ein bisschen auch die Frage, wie geht man mit den Fehlen von Feedback um an Stimmung. Okay, dann die nächste. Mich kann man auch überspringen, weil ich habe wie er auch noch keinen Podcast. Okay, dann. Aber mich interessiert auch der zweite Teil. Ja, machen wir gleich. Ich glaube, wir springen da gleich mal. Das soll gleich eine Frage an die Nicht-Podcaster. Was macht ihr? Gibt ihr Feedback? Aber da möchte ich kurz was sagen. Wir hatten, ich weiß nicht, ob wir jetzt alles gehört haben, aber bei Oh Baby, sie sammelt ja über WhatsApp Voicemail. Kommentare oder eben Kritik. Und da wäre ich viel bereiter zu, glaube ich, irgendwie ist es weniger Arbeit und finde ich einfacher zu umzusetzen. Vielleicht dazu auch nochmal kurz, ich wollte es gerade auch ansprechen. Das ist auch was, wo ich jetzt denke, das auch mal zu machen. Die haben einfach nur ein Telefonnummer rausgegeben. Ja. Die geht nicht nur auf WhatsApp, die geht auch auf iMessage und zweifel SMS und ich habe sie sofort hingeschrieben, weil ich zumindest als Podcatcher-Hörer das Smartphone in der Hand habe. Mhm. Und dann sogar während des Podcast-Hörens sehr leicht, das ging jetzt auch bei WordPress, aber es ist viel leichter zu sagen, ich gehe die Nummer ein und schreibe in den Kanal rein, was ich gerade so gedacht habe. Und habe da auch schon mehrfach bei denen geschrieben. Aber organisatorisch ist es dann natürlich die Hölle, ne? Weil die zusammenzusammeln wird ja noch schwerer. Weil ich davon ein eigenes Gerät habe, beziehungsweise natürlich die Frage, wenn ich mehr Podcast habe, aber auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Wenn man sowieso Messaging-affin ist, ist es, glaube ich, nicht so schwierig. Bis zu einer bestimmten Menge. Wenn das 400 Kommentare pro Folge sind, kannst du auch dicken. Wenn es 20 pro Folge sind, wahrscheinlich genau richtig. Und bei Audio auch noch das Problem, in Audio musst du immer reinhören. Da kannst du nicht so schnell überfliegen. Ja. 30 Sekunden. Die Regel, das kostet Zeit. Das kostet dann extrem. Also ich habe das mal gemacht zu, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, im Rahmen von so einem Rasenfunk Royal. Ach ja, 100. Folge, genau. In der 99. habe ich dann gemacht. Da habe ich das auch gemacht. Eigene WhatsApp-Nummer. Ich habe zwei SIM-Eingänge an meinem Handy. Das heißt, ich konnte da wunderbar switchen. Bei Android kann man sich ja Nutzer einrichten. Vielleicht ein bisschen das zu sehr im Detail. Ist auf jeden Fall was sehr viele Leute nutzen. Und das Interessante ist auch dann so ein bisschen zu sehen, wann die deinen Podcast gerade hören, weil da kommt wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit kommt was rein. Das ist ganz interessant. Das Anhören kostet wirklich Zeit, vor allem dann, auch wenn man es, das ist natürlich dann so Teil 2, sollte man es in die Sendung mit einbinden wollen. Die Datei kriegt man eigentlich einfach, aber man muss sich halt dann aufschreiben oder die Datei benennen, wer war das jetzt und was hat der grob gesagt. Das kann schon auch ganz schön Zeit kosten. Also ich hatte damals, glaube ich, 80 bis 100 Audiokommentare und davon habe ich in der Sendung halt dann 70 gespielt und habe gesagt, okay Leute, ich musste ein paar, die quasi doppelt waren, irgendwie, es war aber quasi eine Feedback-Sendung, also ging halt dann auch 3 Stunden, habe ich dann halt auch gesagt, also es tut mir jetzt leid, dass ich nicht jeden spielen kann, aber ein paar haben die gleichen Fragen gestellt, ich danke auch dem Frank und wir hören uns jetzt an, wie es der Markus mit seinen Worten gesagt hat. Das kostet dann schon einiges an Zeit, aber die Hürde ist weniger hoch, das sehe ich auch so und
da sind auch wirklich Facebook-Seiten gut. Also ich kriege über Facebook sehr viel Feedback, weil den Leuten es anscheinend auch sehr leicht fällt, einfach da auf die Facebook-Seite zu gehen, dann schnell. Ja, da sind sie sowieso schon oft auf der Facebook-Seite. Genau, da wo die Leute sich bewegen, da geben sie auch Feedback. Also früher war ich auf Snapchat sehr aktiv, da habe ich auch auf Snapchat Feedback gekriegt. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist das zu Instagram gewandert. So, Dennis, organisierst du was? Denn wir haben ja schon gehört, Bahnhelden kriegt mehr. Ja, Bahnhelden kriegt mehr. Also Cornelius guckt selber rein, ich guck selber rein. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass dein Kommentar seit 2 Monaten auf Freischaltung wartet. Der mit dem Anfängen ihr Nasen und ich dachte mir so, dann lösche ich den auch direkt. Das machen wir, also das, da bin ich auch hart, also alles, was irgendwie sich so näher kriegt, da habe ich auch einfach persönlich keinen Bock, weil ich investiere da persönlich Zeit in das Podcasting. Wenn es scheiße ist, also wenn es kein konstruktives Feedback ist, dann einfach knallhart löschen und vergessen, weil wozu da aufregen. Und wenn es über andere Kanäle kommt, irgendwie diesen Anycast, so ein ewig langer Lava-Podcast, also je länger das Format, desto weniger Kommentare, würde ich zwar klar behaupten. Weil wir machen auch so einen Dschungelcamp-Podcast, also die Folge 20 Minuten lang, und da gibt es plötzlich ganz viele Kommentare. Also scheinbar schaffen es die Leute, die kürzere Spanne da. Kann aber halt auch das Thema sein. Ne? Kann auch das Thema sein, vielleicht, ja. Wenn du einen Kommentar am Anfang hast und dann tagelang hörst, ist der wirklich weg. Das geht mir auch so. Wenn aber die 20 Minuten gleich durch sind, dann schreibst du vielleicht auch. Ja. Aber das ist halt, wie lang sind die Chunks nicht? Ja, und klar. So viele Kanäle kann ich gar nicht überlegen, ehrlich gesagt auch Kanäle einzudampfen, also die Facebook-Seite zu löschen. Weil erstens kümmern wir uns nicht drum. Also so Folgen tauchen da halt auf, also tagelang später erst auf, wenn sie mal gepostet. Leute hören es an, also zumindest bei meiner Zielgruppe hören sie es anders. Was wir dann sonst organisatorisch, läuft das bei mir zusammen und ich versuche das irgendwie weiter zu verteilen. Also wenn es E-Mails kommt, dann halt, auch wenn ich nicht sofort antworten kann, Forward und an alle, die betroffen sind vom Podcast, dass sie es auch immer sofort direkt haben und was machen können. Weil E-Mail-Feedback ist immer das Beste, weil da geben sich Leute sich Mühe, schreiben was. Und das ist immer das, worüber man sich am meisten freut. In den Kommentaren ist es eher so, irgendwas falsch gemacht. So. Da muss ich nicht antworten, dann kann ich es auch freischalten und sagen so, ey, danke für den Hinweis. Oder dann ist es in der nächsten Sendung auf, aber da muss ich jetzt nicht reagieren, selten auch. Aber organisatorisch, mit dem Slack finde ich das ganz interessant. Muss ich, glaube ich, da noch mehr im Rücken bauen, weil wenn man noch YouTube hat und jetzt noch WhatsApp Sprachnachrichten, natürlich alles cool, irgendwie an einem zentralen Ort zu haben, wo man auch zentral reagieren kann. Wenn man ein Team hat, also wenn man mit mehreren Leuten zusammen podcastet, dass man nicht anfängt, sich gegenseitig irgendwie da die Arbeit wegzugraben, weil passiert ja auch, dass man halt zwei sehen die Kommentare und antworten sofort drauf und schreiben mehr oder weniger dasselbe, dann ja. Aber Slack könnte schon mal einen interessanten Weg an, ja. Gut. Da ja alle eher inhaltlich, habt ihr drei noch irgendwie eine andere Vorgehensweise? Was Stefan, würde mich interessieren, weil ihr so viele Kommentare habt, gerade bei YouTube. Ja, also wir haben auf allen Kanälen, da wir auf allen Kanälen irgendwie präsent sind, Feedback. Also bei YouTube ist es ganz einfach, weil ich das komplett ignoriere. Oder mich im Podcast selbst so darüber lustig mache, dass es ungefähr klar ist, YouTube-Kommentare kommen nur von Losern, also so ist die Ansage. Was machst du für einen Podcast? Aufwachen-Podcast, das ist zweimal die Woche Politik. In der Hinsicht sind die Kommentare auch entsprechend emotional, normativ und also es ist halt eine politische Diskussion, die da so läuft. Wir haben, als wir anfingen, haben sich die Kommentare sehr auf der Podcast-Episode selbst, also im WordPress als Text darunter. Mhm. Das wuchs dann irgendwie auf 150 pro Folge. Das Problem war dann, manche haben bis zu 3000 Worte geschrieben. Und es waren mir auch die Liebsten, weil die saßen einfach abends da und haben sozusagen 3 Stunden Podcast gehört und 4 Stunden lang kommentiert. Und das habe ich dann auch händisch sozusagen in so ein Word-Dokument absatzweise übernommen, wie ich es vorlesen wollte. Und habe dann sozusagen den Vornamen genannt und dann den Kommentar dazu gelesen. Und dann nochmal so einen Halbsatz, was ich eigentlich dazu sagen wollte, damit ich das dann nicht vergesse oder das spontan ist, mir notiert und habe das dann auch mit vorgetragen. Diese Form von Kommentarlesung, die wir als eigene Kapitelmarke hatten, die dann auch Viertelstunde, 20 Minuten in Anspruch nehmen, hatte ich dann irgendwann ausgelagert, weil das durch die WordPress-Verbauung oder wie das heißt, Verästelung, dass die Kommentare ja nicht chronologisch durchlaufen, sondern
man die Antworten ja schon gruppiert und so. Es ist so unübersichtlich geworden, dass wir ein eigenes Forum aufgesetzt haben, in dem es immer ein Topic zur aktuellen Folge gibt, aber dann eben auch laufende Diskussionen, also jeder kann da Themen öffnen. Das entspannt die Lage ein bisschen, weil sich es von alleine gruppiert. Es wurde eben aber auch nochmal mehr, also wir machen jetzt sozusagen keine Kommentarlesung mehr als eigenen Blog, aber da wir ja laufende politische Themen haben aus der Nachrichtenberichterstattung, notiere ich mir in meinem Skript, wenn ich die Themen dann eh aufwerfe, nochmal Kommentare, die dazu passen oder sie fallen mir tatsächlich spontan nochmal ein, dann kann ich meistens den Urheber nicht nennen, das finde ich auch sehr schade in dem Moment, aber zumindest die Inhalte sind dann transportiert. Also Facebook und YouTube ignoriere ich da komplett. YouTube lese ich noch ein bisschen, weil es immer ein gutes Stimmungsbild nimmt, aber ich nehme da keinen Kommentar ernst. Also das scrollt so durch, ich lese so im Scrollen lese ich, wie die Stimmung so ist. Es sind aber am Ende auch nach 3 Tagen 300 Antworten, die da auflaufen, in längerer oder kürzerer Form. Bei Facebook haben wir es hingekriegt, durch komplett ignorieren, dass wir den Podcast da zwar bekannt geben, aber da laufen dann nochmal 10 Kommentare ein, die, also da gehe ich nicht mal hin, um das zu lesen. Ja. Also es ist einfach, sollte auch für alle klar sein, also für unsere Hörer, dass wir da null Resonanz von Facebook holen. Was mir aufgefallen ist, Kommentare, die anfallen direkt auf der Episodenseite, sind eigentlich Botschaften an die Podcaster. Da kann dann immer noch mal jemand eine Antwort auf einen Kommentar geben, dann entspitzt sich das so. Im Forum ist das ganz anders. Im Forum reden die Leute miteinander. Das ist denen, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass wir das nochmal aufgreifen, sondern das sind dann selbstlaufende, abgeschlossene Sachen, in die könnte man reingreifen, muss es aber nicht. Und es reguliert sich erstaunlicherweise sehr gut von alleine. Also Sachen, die ich als Kommentare nicht zulasse, weil sie inhaltlich völlig daneben sind, die lasse ich im Forum laufen, weil ich genau weiß, das fängt die Community dann schon ein und die lernen sich ja auch kennen und da sind halt 3000 Leute angemeldet und davon kommentieren 100 aktiv und die, also das ist so ein selbstregulierendes System. Da reicht es völlig, dass ich mal kurz Präsenz zeige so, und irgendwo irgendwas kommentiere und dann ist allen klar, okay, hier lesen auch Stefan und Thilo mit und so und dann ist es erstaunlich, also es ist eine echte Fundgrube. Also ich sitze im Zug und lese mein Forum von oben nach unten durch, weil das so super interessant ist und so, weil ich genau weiß, die nehmen das nicht übel, wenn ich das nicht im Podcast widerspiegel, aber für den Fall, dass es sich anbietet, habe ich es dann doch irgendwie präsent. Und das ist, fand ich eine erstaunliche Entdeckung, ja, dass so ein Forum, bei dem alle wissen, das ist hier eher so ein Selbstgespräch der Community, wenn die groß genug ist, die Community, dass man das so nebenher laufen lassen kann als Inspirationsquelle von Leuten, die auf der Wellenlänge sind, weil sie den Podcast als Anlass nehmen, aber eben nur wirklich als Anlass und es nicht zu präsent machen. Das hat sich jetzt sehr gut eingespielt. Also ich bin sehr zufrieden mit unserer Kommentarkultur, obwohl es in der Summe dann noch also mindestens 500 Rückmeldungen pro Episode eigentlich sind. Und das halt auch zweimal die Woche. Also es sind im vierstelligen Bereich dann Rückmeldungen pro Woche. Darf ich noch eine Frage fragen? Welchen Podcast machst du? Aufwachen-Podcast. Ah, ja, stimmt. Jetzt. Sehe ich das Gesicht. Habt ihr noch irgendwas? Wollen wir ja nicht übergehen? Kein Problem mit zu vielen Kommentaren, die ich sortieren müsste. Ja, ich kann das auch noch händisch machen. Ich bin da auch im Bereich 2, 3, vielleicht mal 5. Die beantworte ich dann auf dem Kanal, wie es halt kommt. Und manchmal verlangt das halt eine Antwort. Manchmal ist das dann irgendwie kürzer. Manchmal ist das ein Vorschlag, den nehme ich dann bei mir in der Liste auf. So, bitte nicht vergessen. Oder kann das irgendwo einarbeiten. Das hängt dann ganz davon ab, was da kommt. Das ist entsprechend noch sehr gut so bewältigbar. Da habe ich keine Sammelprobleme oder sowas. Eine Faustregel, die ich mir jeweils noch so vornehme, das wurde jetzt hier noch nicht so angesprochen. Also ich versuche mir etwa so viel Zeit dafür zu nehmen, wie sich die Person wahrscheinlich genommen hat, um sich da bei mir zu melden. Also wenn da was sehr Kurzes kommt, hey, danke vielmal, war toll, dann schreibe ich auch was Kurzes zurück. Aber wenn sich wer vielleicht mal ein bisschen wirklich Mühe gibt, was Längeres schreibt, dann will ich mir dann auch ein bisschen mehr Mühe geben und da ein bisschen vielleicht ausführlicher antworten. Das ist eine schöne Regel. Herr Gaspen, wenn dann da 500 mal eine Seite kommt, dann müsste ich die Regel natürlich auch anpassen. Das ist natürlich dann völlig realitätsfremd, da geht das nie im Leben. Aber jetzt so bei so einer Handvoll Rückmeldungen kann man das schon machen. Ja, ich glaube, das hängt echt auch immer mit dem Adressat zusammen. Also ich habe ja auch ein
eigenes Forum und da ist es auch so, dass die Leute dann miteinander über die Themen der Sendung reden. Und wenn ich dann nochmal mit reinhüpfe, dann freuen die sich alle. Und wenn aber nicht, dann schreit keiner, warum hast du nichts gesagt? Es gibt immer einen Thread, der ist Feedback zur Sendung, da reagiere ich auf alles. Da kommt aber dann auch nicht so viel, weil, na gut, bin noch zu klein, glaube ich, die finden noch alles super. Und siehst du das, dass du sagst hier, ey, mein präferierter Feedback-Kanal ist das Forum? Naja, indirekt. Das bringt uns, glaube ich, zur zweiten Frage mit dem Umgang mit dem Feedback. Also ich baue ehrlich gesagt nur Sachen in die Sendung ein, wo ich das Gefühl habe, das bringt die Sendung vorher. Also ich voran. Also ich rufe auch bei jeder Sendung nach Fragen auf und zwei Drittel der Fragen sind nicht stellbar, weil es halt das Niveau der Sendung nicht voranbringen würde. Mhm. Und interessanterweise hat aber noch nie jemand gesagt, warum hast du meine Frage nicht gestellt? Irgendwie anscheinend reguliert sich das so ein bisschen selbst und dann merken die Leute ja schon automatisch, was zitiert wird. Und das Forum kommt in jeder Sendung vor, weil ich dann sage, naja, wir haben unter mitmachen.rasen.de diese Frage bekommen. Und eine Frage habe ich meistens immer schon dabei, weil die sich echt Mühe geben, die Hörerinnen und Hörer. Und dann kommuniziert sich das damit ja quasi automatisch, dass die Leute wissen, naja, wenn ich auch mal eine wirklich dringende Frage habe, dann stelle ich die im Forum. Grundsätzlich nehme ich alles in die Sendung mit rein, was ich interessant finde oder was wichtig ist. Also wir hatten jetzt noch keine großen Fehler irgendwie in Sendungen. Das ist ja auch bei Sport, ehrlich gesagt. Aber du machst nicht so irgendwie Aufruf am Ende, kommentiert auf Facebook, bla, und liest die Kanäle auf, sondern passiert einfach automatisch. Nee, na klar, sage ich manchmal, folgt uns jetzt, wir sind jetzt auf Instagram, folgt uns da, weil ihr könnt da sehen, wie ich die Sendung vorbereite. Ja. Also halt Mehrwert, ansonsten brauchst du auch nicht zu Instagram gehen. Aber nee, und das reguliert sich dann wirklich, glaube ich, von alleine. Präsenzzeiten ist gerade wenn man ein eigenes Forum hat, echt wichtig. Und dann ist aber auch wichtig, und das kommt so ein bisschen zu deiner Frage zurück von vorhin quasi, wie geht man, muss man auf alles reagieren und wie geht man mit Kritik und so um? Das müsst ihr genauso machen, wie ihr euch wohl damit fühlt. Also das, jetzt kann ich quasi, ich habe früher so Community-Management-Workshops gegeben, jetzt kann ich quasi aus meinem alten Erfahrungsschatz nochmal hier, könnte ich hier an den Flipchart irgendwelche lustigen Kreise hinmalen. Aber das muss wirklich jeder, ihr macht das ja nicht beruflich, also beruflichen Community-Manager muss ich da was anderes erzählen, aber ihr macht das genau so, wie ihr Bock drauf habt. Und das mit der Kritik, dass 99% oder 95 Kommentare sind schlecht, 5 Kommentare sind gut. Das ist ein Grundgesetz des Internets. So wie hier in der freien Welt mein Handy runterfällt, wenn ich es loslasse. Das ist Gravitation. Die Gravitation des Internets ist, dass negatives Feedback, das Positive, in der Regel immer überwiegt, weil der Impuls für die Kommentarschreiber der größere ist. Das weiß man ja auch. Man ärgert sich mehr über Dinge, als man sich über Dinge freut. Oder zumindest, wenn alles gut ist, dann gibt man ja nicht die Rückmeldung, hey, das war alles gut, sondern nur, wenn was schlecht ist. Das heißt, da dürft ihr so ein bisschen, das ist bei allen Leuten so, die so eine kleine Öffentlichkeit im Internet haben, da muss man sich dran gewöhnen, dass dem einfach so ist. Und den Umgang mit dem Feedback würde ich wirklich genauso, ihr antwortet auf das, worauf ihr Lust habt zu antworten, so dass es keine Belastung wird. Wenn ihr dann merkt, es schadet euch irgendwie, weil die Leute es dann nicht mehr hören, ja, dann ist das halt so. Also du kannst ja nicht, du machst ja schon, das eigentliche Ding ist ja die Podcast-Sendung und in die steckst du schon viel Zeit und Liebe und Leidenschaft. Und natürlich wäre es auch in der perfekten Welt ganz toll, wenn du den ganzen Tag hin und her kommentieren könntest, noch mit vielen kritisierenden oder auch lobenden Leuten. Aber das eigentliche Ding ist deine Sendung. Und da, finde ich, darf man sich auch nicht zu großen Druck machen und sich jetzt auch nicht irgendwie vielleicht einschüchtern oder anstacheln lassen, weil manche Podcasts mehr Feedback haben als andere. Das muss zu eurem Leben passen und zu eurer Sendung passen. Und wenn ihr was so wichtig findet, dass es in die Sendung kommen sollte, ja, dann nehmt es mit in die Sendung. Und wenn aber ein Kommentar euch zu doof ist, um darauf zu antworten, dann schreibt entweder, sorry, das ist mir jetzt zu doof, oder antwortet gar nicht. Das ist so der Punkt. Ich habe schon mehrere Podcasts gehört, ohne hier Namen nennen zu wollen, wo dann über Feedback, was einem nicht gefallen hat, drüber hergezogen wurde. Und das, finde ich, sollte man halt gar nicht machen. Also einer davon, den gibt es nicht mehr, war der Neuland-Podcast. Den haben sie ja mittlerweile eingestellt. Da kam dann auch so Feedback, ja, ihr solltet euch vielleicht nicht im Podcast streiten und vielleicht schafft es ja doch irgendwann mal von Skype wegzukommen und eine ordentliche Qualität hinzubekommen. Und darüber wurde dann hergezogen über das Feedback, wo man sagt, ja, vielleicht solltet ihr euch wirklich mal zusammenreißen und das schaffen. Also das ist so, was man vielleicht nicht machen sollte. Deswegen fand ich das mit dem Wohlfühlen ganz gut.
macht so viel Feedback mit reinnehmen, wie man, womit man halt klarkommt, was einem gefällt. Und auch Feedback, also Feedback eher ignorieren, was man nicht will. Also war das so die Aussage? Nö, einfach, es steht niemand mit der Pistole hinter euch und sagt, reagiere jetzt. Ja. Natürlich freut sich der Kommentator oder die Kommentatorin, wenn es eine Reaktion bekommt, aber ihr habt dazu keinerlei Verpflichtung. Und wenn ihr das aushalten könnt, dass hin und wieder mal jemand sagt, Mensch, warum hast du nicht reagiert? Du bist ja arrogant, faul oder was auch immer. Wenn ihr das aushalten könnt, dann müsst ihr auch nicht reagieren. Wenn euch das dann furchtbar wehtut, wenn dann jemand euch vorwirft, du hast nicht reagiert und ihr denkt, ah, hätte ich doch, dann nehmt ihr für die Zukunft mit, okay, gut, ich sollte, glaube ich, lieber mal reagieren, weil dann fühle ich mich besser damit. Aber ich glaube, das ist... Aber du hast ja von deiner Google Docs-Liste erzählt. Habe ich es richtig verstanden? Du gehst auf alle Kommentare ein und nimmst alle Kommentare mit in deinen Podcast. Am Anfang, ganz am Anfang war das so, weil ich halt wirklich glücklich darüber war, dass wir Feedback bekommen haben. Da war das schon so, die eigene Seele streicheln, dass man dann auch auf das Feedback antworten konnte, weil es halt Feedback gab. Umso mehr Feedback es geworden ist, umso mehr fängt man an auszusortieren. Dann haben wir halt irgendwann angefangen zu sagen, okay, wenn jetzt keine explizite Frage drin steht, sondern nur ein Lob des Podcasts, fällt das halt raus und wir sagen halt einmal zum Schluss und wir haben noch viel mehr Feedback bekommen, was halt hauptsächlich uns gelobt hat. Danke dafür. Also ihr kommuniziert es dann schon? Ja. In irgendeiner Form, auch das wie ihr umgeht? Schon. Ja, aber wir haben halt den Anspruch schon, Fragen, die uns geschickt werden, egal über welchen Kanal, zu antworten, weil es ist auch, also zumindest bei meinem Podcast ja so ein bisschen die Seele, die dahin gehört, dass wir die Eisenbahn den Leuten näher bringen wollen. Das heißt, wir wollen ja Fragen bekommen und Ideen dazu. Deswegen, also ich finde halt Feedback im Podcast selbst bearbeiten relativ wichtig. Ich merke aber selbst als Hörer, dass die meisten Podcasts das nicht machen. Überhaupt nicht. Also wenn man so die ganz Großen hört, Methodisch Inkorrekt, Freakshow, wie sie alle heißen, da gibt es kein Feedback in den Folgen. Null. Also vielleicht mal, dass einer erwähnt wird, also, aber dann auch nur irgendwo im Nebensatz. Und die Frage ist, will man das als Hörer so? Ist das toll? Ist das das Format, was sich durchgesetzt hat? Ich höre einen englischen Podcast, hier Actual Dental Tech Podcast, ATP, die machen einen Follow-up. Das heißt, die bekommen wahrscheinlich so viel Feedback, dass es sich lohnt, dass sie sich vorher kurz zusammensetzen und überlegen, also das Feedback zusammenfassen und daraus dann einen Sendungsteil machen und sich kurz über das Gesamtfeedback unterhalten, was sie bekommen haben. Ich würde gerne noch mal kurz nachfragen bei dir. Du hast so gesagt, in der Community ist der Wohlfühlcharakter spielt eine große Rolle. Für mich spielt er auch im Professionellen eine große Rolle. Also ich habe noch nicht angefangen mit dem Feedback. Ich weiß aber, dass ein Grund, warum ich noch nicht angefangen habe bisher, auch darin liegt, dass ich mit dem Thema Kritik aus der unbekannten Masse irgendwie noch nicht so richtig gut umgehen konnte. Also kann, wahrscheinlich so. Also da gibt es jedenfalls noch so ein Gefühl in mir, was irgendwie so richtig die Sachen in Wallung bringt. Klar, ich wachse nur, wenn ich mich dem Gefühl stelle, aber ich würde gerne mal nachfragen, was würdest du denn, und mal anzapfen, deine ehemalige Kompetenz, was würdest du denn professionell sagen, wenn jemand mit dem Podcast im weitesten Sinne Geld verdient, also sozusagen der Podcast für zukünftige Kunden auch relevant ist und das im hochpreisigen Segment? Also grundsätzlich sollte man, es ist ja so ein Sender-Empfänger-Ding. Und wir sind halt, wenn wir einen Podcast machen, der Sender. Und es kann vollkommen okay sein, nur Sender zu sein. Da gibt es genügend Formate, hast du ja gerade selber auch angesprochen. Und das ist auch legitim, weil der Grundsatz ist erstmal, einer sendet an viele und die wollen das hören. Aber natürlich befördert das auch einen gewissen Gemeinschaftskontakt und auch, also ein Gemeinschaftsgefühl und ein Kontakt auch zu dir. Die Leute finden sich automatisch näher zu dir, wenn sie dir was senden und dann wieder davon was empfangen. Okay. Und also die Bindung an die Hörer steigert es immens, auch das Verständnis der Hörer. Man kann ehrlich gesagt auch viele Dinge schnell ausräumen. Also manchmal sagen ja die Leute auch, also manchmal melden die ja mir auch totalen Quatsch zurück. Und dann kann man zurückschreiben, ja nee, stimmt doch überhaupt gar nicht. Hier ist der Link, daher habe ich die Statistik. Bei mir geht es dann oft um, ja, bei mir geht es immer darum, du hast meinen Verein zu schlecht gesehen. Dann schreibe ich zurück, ja, aber dann schreibe ich halt, aber das ist ja dann gar nicht schlimm, also weil ich schreibe halt dann zurück, naja, ich habe es halt ehrlich gesagt so gesehen, aber erzähl mir doch mal, wie hast du es denn gesehen? Dann liegt der Ball erstmal wieder beim anderen. Vier von
4 von 10 reagieren dann schon gar nicht mehr, weil sie zu faul sind. Und die anderen 6 schreiben aber dann lange zurück und dann hat es für mich auch was gebracht. Und wenn man aber, wenn man es professionell machen will, in Anführungszeichen, oder es einem einfach wichtig ist, eine Bindung an die Hörer zu haben, und ich glaube, das ist im Podcast-Bereich derzeit noch fast so wie bei YouTube-Influencern, also eine sehr enge Bindung an die Personality, dann muss man den Rückkanal offen halten. Okay. Sonst geht das auf Dauer, glaube ich, nicht. Dann fühlen sich die Leute nämlich nicht ernst genug genommen. Dann gehen die ja unter in so eine anonyme Masse. Mhm. Okay. Ich glaube, es hängt auch echt total vom Thema ab. Also wenn ich dich höre, ich glaube, bei politischen Themen ist es halt einfach, da fühlen sich so viele berufen, sich da auszukotzen. Und das ist dann wirklich schwierig. Also ich glaube auch, dass Ignorieren da tatsächlich zum Teil die beste Methode ist, weil man sich sonst wahnsinnig viel oder mit sehr viel Energie da rein begibt und es kommt ja nichts raus. Die wollten halt in dem Moment irgendwie Dampf ablassen, so habe ich ganz oft das Gefühl. Ja, wo ich auch in den politischen Bereich. Fragen, inwieweit man jetzt sein Publikum ernst nimmt, nur weil man einen Kommentar lobt, so im Sinne von, na, danke, dass du einen Kommentar geschrieben hast. Weil meine Erfahrung ist auch, relativ viele wollen halt also ihre Wut so ein bisschen loswerden. Und ich habe das dann zeitweise auch in so einer gehässigen, in so einem gehässigen Ton vorgelesen, also so wie ich mir vorstelle, dass das geschrieben wird. Und das Feedback war wiederum sehr gut. Außer, also wenn es inhaltlich war, außer von denjenigen, die das blöd fanden, dass ich mich über Kommentator lustig mache. Der war ja in dem Moment anonym, weiß, wenn der Vorname und so. Aber weiß nicht, wenn es wenig Hörer sind, die reagieren, aber ich glaube, so den Kommentator ernst nehmen und das Publikum ernst nehmen, das sind zwei verschiedene Sachen. Weil man kann durchaus einen Kommentar mal aufgreifen und sagen, ihr Idiot XY hat wieder geschrieben und jetzt lese ich den mal vor und ich will mal, dass ihr euch selber fragt, wer erkennt sich wieder und wer nicht und so. Ja? Also man kann dann auch sehr gut, das ist eben auch die Frage, muss man es jetzt immer im Podcast widerspiegeln? Will man das hören? Also aus Hörersicht will man das hören. Das ist die Frage, das ist eine der zentralen Fragen, warum ich hier bin, ja. Will man das hören? Wir haben das halt als Kapitelmarke mit Absicht gemacht, um zu sagen, hier, man kann es einfach skippen, man muss sich das nicht anhören. Es am Ende der Sendung zu machen, fände ich blöde, weil dann von uns die Botschaft wäre, es ist so unwichtig, dass man es am Ende noch macht. Also wir werden jetzt Dienstag auch anfangen, weil ich das bei OBaby gerade ganz toll fand, mit WhatsApp das zu machen, weil es ja doch erstaunlich einfach ist, das dann einzubauen im Podcast. Ich bin mal gespannt, weil das kann man auf jeden Fall nicht am Anfang irgendwie, sondern das wäre dann sozusagen der Rausschmeißer aus dem Podcast, sowas zu machen, wie das dann so angenommen wird. Aber die Frage, ein Publikum ernst zu nehmen und auf Kommentare zu reagieren, sind dann doch zwei verschiedene Sachen. Aber es stärkt die höhere Bindung, das kann ich eigentlich nachvollziehen. Ja, es kommt halt, ich glaube, was quasi die wichtige Unterscheidung ist, es gibt Kommentatoren, die sprechen in ihrem Kommentar nur zu dir. Und es gibt Kommentatoren, die sprechen eine Sache an, die auch für andere interessant ist. Und wenn es für andere interessant ist, dann ist es schon eher wieder Publikum. Und wenn es aber nur an dich geht und auch so gemeint ist, dann ist es eine One-to-One-Kommunikation, die auch eigentlich da bleiben kann. Die muss man dann nicht zur One-to-Many-Kommunikation machen, außer sie ist einem total wichtig. Weil man halt zum Beispiel mal sagen will, ey, überlegt euch mal, was ihr da eigentlich immer schreibt. Oder Entschuldigung, aber ihr müsst jetzt auch mal meine Sicht sehen. Also wenn man quasi das Gefühl hat, okay, aus irgendeinem Grund will ich das jetzt auch an die vielen teilen, dann kann man das schon rausheben. Aber da gibt es ja echt unterschiedliche Kommentare und da unterscheidet sich ja nach Kanal auch wirklich krass. Was ich aber jetzt interessant fand, du hast gesagt, das ist ja sehr eine sehr persönliche Community, die dann auch sehr auf den Sprecher, so wie ich das verstanden habe, auch oft eingeht. Und sie oder du meinst, dass dir das ja abgenommen wird, diese Kommentare. Aber du sprichst ja den Podcast, wenn ich richtig verstehe. Ja, ich mach in dem Sinne keinen Podcast. Ich bin Journalist und interessiere mich fürs Thema Podcast. Aha. Und bin natürlich eingebunden in den BR und mache Beiträge. Und da bin eben auch im politischen Bereich und kriege da Feedback. Ja, weil ich mich gerade gefragt habe, ist das schwieriger dann, wenn man der Sprecher ist, aber jemand anderes erledigt die Kommentare für einen, die eigentlich persönlich... Ach so, nee, aber das ist meine. Genau, sie werden praktisch nur gesammelt, erledigen tue ich sie schon selber. Ah, okay, weil die wissen ja dann, welcher Beitrag war das oder zu welcher Sendung äußere ich mich und dann geht und die Redaktion weiß ja, wer das bearbeitet hat und dann landet das bei mir. Okay. Genau. Damit das halt irgendwie noch so eine persönliche Note dann am Ende doch noch behält, ne? Ja. Und ich finde halt, also... Ich finde halt bei unseren Rückmeldungen, dass man es schon sehr stark merkt, wer hat jetzt irgendwie ernsthaft eine Anregung oder
ernsthaft was beizutragen zum Thema, und bei gewissen Aspekten, politischen Aspekten, wenn man die anfasst, dann kann man sich halt gefasst machen auf irgendwie einen Schwall an, also ja. Ja, ein Kübel. Ja, genau. Und ich glaube, dass das halt momentan auch gerade, weil die politische Lage vielleicht so ist, wie sie ist, genau, sich viele dazu berufen fühlen, sich da auszukotzen, sage ich es jetzt einfach mal. Also das sieht man auch bei uns bei den Kommentaren, und wir haben ja auch Kommentarfunktionen, da reagieren wir dann, schreiten wir sozusagen nur ein, wenn es irgendwie wirklich auch schwierig wird und eine Richtung geht, die total ungut ist, und halten es da ähnlich, wie du das machst, die regulieren sich dann selber, die antworten auch aufeinander und gehen dann aufeinander ein. Und ich glaube, also da denke ich, das ist dann auch gar nicht die Aufgabe, da irgendwie einzugreifen. Ja. Ja, es gibt da eh eine falsche Vorstellung, dass das manchmal so pädagogisch, also gerade bei großen Medien, die sich eh nicht trauen, ihr Publikum zurückzuschimpfen, wenn sie angeschimpft werden. Ja, schwierig. Ja, weil wir können das einfach machen, und ja, ich kann auch einfach Kommentare sperren, und ich kriege dann manchmal Kommentare, die nur noch darauf Bezug nehmen, dass ich sie eh nicht zulasse, und mir dann nochmal so einen Satz hinterher, weil sie wissen, ich sortiere das eh aus. Weil ich ja immer dann im Podcast selbst sagen kann, da wird ja nichts unterdrückt oder so, sondern man kann das ja im Forum, weil das sind ja Kommentare, die mit Absicht nicht im Forum geschrieben werden, weil jeder weiß, wie die Dynamik da funktioniert. Deswegen kommt das ja als Kommentar. Und ich würde sagen, es ist eine Staffelung. Ich bekomme immer noch sehr viele Mails, obwohl ich ganz klar sage, das ist immer so schade mit diesen Mails, weil die so aufwendig geschrieben werden. Warum nur für mich? Ja, warum nicht für alle? Und dann, okay, das wird dann so als Kommentar gemacht. Es ist halt eine Mail, ist halt schnell geschrieben. Beim Kommentar muss man schon sozusagen die Seite aufrufen bleiben. Beim Forum muss man sich schon anmelden. Also sozusagen, und aber ich kommuniziere das halt immer so, dass ich sage, na klar kannst du mich beschimpfen, aber dann nicht einfach eins zu eins, sondern mach das im Forum. Ja? Und dann ist völlig klar, bevor ich dann nach 3 Stunden da mal reagieren muss oder nicht, oder das überlese oder so, haben da schon andere drauf reagiert. So, dadurch kann ich das immer schön hin und her delegieren. Und bei YouTube ist halt völlig klar, da reagiere ich niemals auf irgendwas. Also das gilt alles als ungelesen, weil solange kein Feedback kommt, muss sich auch keiner der Illusion hingeben, nur weil Stefan dann doch ab und zu mal da liest, sei da irgendwas an mich herangekommen. Ja? Sondern das gilt dann einfach als gesendet, aber nicht angekommen. Nur einen Haken bei WhatsApp, ja. Ich habe eine Frage noch, aber es gab jetzt nirgendwo jetzt für irgendjemanden negative Rückmeldung, wenn man so öffentlich auf Feedback reagiert. Also man hat irgendwie eine Mail bekommen, man hat das in den Podcast bekommen und man hat so, ey, war nur für dich persönlich gedacht oder so, oder? Okay. Ja, wenn du dir da unsicher bist, kannst du ja zurückschreiben und fragen. Darf ich dann deine Mail zitieren? Also ich würde jetzt, eine Mail hätte ich jetzt nicht einfach so vorgelesen im Podcast, dann kannst du ja zurückfragen. Mhm. Ich fand das jetzt so interessant, darf ich das zitieren? Ich hoffe, ich hätte immer Erfahrungswerte schon mal, ob das... Also es kann ja sein, dass du auch einen Blog-Kommentar aufnimmst oder jemand sagt so, ich weiß halt nicht, wie die Leute das aufnehmen. Ja, naja, kannst du ja einfach trennen. Alles, was in einem One-to-One-Kanal ist, also was auch als Facebook-Nachricht bei mir ankommt, zitiere ich natürlich nicht, ohne vorher zu fragen, wobei ich ja eh nicht so viel zitiere. Aber alles, was öffentlich sichtbar ist, da kann sich ja dann auch niemand beschweren. Und wenn sich jemand beschwert, dann sage ich, okay, dann schreibst du mir bitte das nächste Mal nicht öffentlich, tut mir leid. Also im Sedam. Darf man sich auch, glaube ich, jetzt das im Kopf nicht zu kompliziert machen alles und sich selber nicht unter so einen Druck setzen. Ich glaube, eine wichtige Unterscheidung ist schon nochmal, wie viel Feedback man kriegt. Also gerade früher, als ich ja noch sportjournalistisch tätig war, außerhalb vom Podcast, ich habe viel Freunde Live-Ticker geschrieben, weiß nicht, ob ihr das kennt, da hast du auch schon manchmal ganz schön auf die Mütze bekommen, einfach weil irgendeine Pointe zu gut war oder auch zu schlecht. Das ist halt einfach so, gerade wenn du mit Massenmedien arbeitest, dann ist das auch eine Masse, die kannst du nicht mehr bewältigen, aber man sieht Kommentaren in 9 von 10 Fällen schon an, ob derjenige, der da geschrieben hat, eigentlich nur eine Meinung loswerden wollte, und das kann auch eine Beschimpfung sein, oder ob der wirklich mit dir reden will. Und dann sollte man halt sich die rauspicken, wenn man dazu gerade Zeit und Lust hat, die wirklich reden wollen. Das wäre schon gut, denen immer zu antworten. Manchmal entpuppen die sich dann auch als Leute, die eigentlich nur ihre Meinung abladen wollten, oder die den Plan hatten, das hatte ich jetzt neulich mal, auch bei einem politischen Thema natürlich, da habe ich irgendwie über Nazis bei Energie Cottbus eine Sendung gemacht, und da war mir schon klar, bei YouTube wird da ein bisschen was reinschneiden. Und dann wollte jemand quasi öffentlich mir nachweisen, dass die identitäre Bewegung keine Rechten sind,
und hat halt dann quasi versucht, mich öffentlich zu demütigen. Und dann ja, schickst halt das PDF vom Verfassungsschutzbericht und sagst, naja, also sag's jetzt nicht als Einziger und ansonsten wären wir uns hier, glaube ich, nicht einig. Und es ist immer okay, eine Diskussion auch zu beenden. Ganz oft ist es dann übrigens so, wenn man es in der Öffentlichkeit tut, dass dann andere für einen einspringen. Also bei Twitter habe ich das schon manchmal gemacht, dass ich geschrieben habe, also ich habe den Eindruck, ehrlich gesagt, du willst gar nicht so wirklich zuhören, was ich dir sage, dann lass es uns an der Stelle beenden, haben wir halt zwei verschiedene Meinungen, bringt ja keinen von uns um. Und dann rödelt das noch 3 Tage bei mir am Handy weiter, weil irgendjemand von den anderen Hörern sich mit eingeklinkt hat und gesagt hat, ja, hier liest ihr das nochmal durch und hier kannst du... Jetzt noch eine kurze Frage an die beiden größeren Podcasts hier. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ein eigenes Format zu machen, nur für das Feedback? Ich höre zum Beispiel Gästeliste Geisterbahn, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die haben ein eigenes Format gemacht, das ist dann die... Das Gästelistchen. Geisterbähnchen. Geisterbähnchen, genau. Das Gästelistchen, Geisterbähnchen, wo sich die ganze Folge nur darauf beschränkt, dass sie Hörerfeedback oder Hörerfragen beantworten. Wer das? Naja, das ist ja kein Hörerfeedback, sondern sie lesen Fragen vor und hoffen, dass sie so einfach wie möglich sind. Damit sie selbst wieder Anlasser haben, Witze zu machen. Und das ist ja auch das ganz ist ihr Format, intim, ja. Ist ganz legitim, aber hat sozusagen nichts mit der Fragestellung Hörerfeedback zu tun. Das haben die, glaube ich, gemacht, damit sie nur einmal pro Woche aufnehmen müssen, ja, genau. Und aber wöchentlich. Also die alle einmal pro 2 Wochen nehmen die ja auf und können dann aber wöchentlich publizieren. Das war relativ schlau. Merkst du, dass die was mit Medien machen? Also ein eigenes Format dafür kommt bei uns gar nicht in Frage. Weil wir haben, wenn man es hochrechnet, haben wir mehr Leute, die bereit sind, uns Geld zu schicken, als Leute, die einen Kommentar da lassen. Das finde ich schon eine erstaunliche Erkenntnis, dass also Kommentare ist ja wieder nur eine Form von Resonanzerzeugung. Die direkte Unterstützung mit Geld ist eben eine andere Form. Und die überwiegt erstmal die Kommentarlust. In der Hinsicht bediene ich viel mehr diese Lust, weil sie auch für mich viel mehr bringt. Also auch für die Hörer, weil dadurch ist der Podcast möglich. Als dass ich jetzt ewig lange irgendwelche Feedback-Schleifen im 1-zu-1-Gespräch am Ende mit dem Hörer drehe. Weil dann ist das lieber Community-Aufgabe. Wir haben allerdings eine Feedback-Form, die habe ich vorhin ganz vergessen in der Aufzählung. Verwendungszwecke werden bei uns immer vorgelesen. Also wenn aufwendige Verwendungszwecke, die sind meistens kurz, manchmal sind sie mit einer E-Mail verknüpft. Das findet sofort den Weg in den Podcast, weil das sozusagen, also da ist die Hürde schon übersprungen, zu sagen, das ist auf jeden Fall eine konstruktive Rückmeldung, weil die über das Geld kommt. Und den inhaltlichen Schwanz, der da dranhängt, den holen wir dann sehr gerne da rein. Ja, und kann dann auch sozusagen negativ, kritisch oder sonstig sein. Aber wenn man Geld reingeworfen. Genau, dieser Weg ist sozusagen offen, ja, über Verwendungszwecke kurze Botschaften zu platzieren. Habe ich es richtig verstanden, über den Überweisungsträger, wo dann auf dem... Aha, das wird als Feedback... Wie muss ich mir das vorstellen? Genutzt? Nee, Menschen schicken uns Geld und da steht dann als Verwendungszweck drin... Ihre Sendung, eure Sendung vom 1.3. oder was steht da drin? Also Menschen schicken uns Geld und zu 95% schreiben sie gar nichts in den Verwendungszweck, außer Aufwachen, Spende, Unterstützung, Aufwachen, Unterstützung. In den 5%, wo dann doch mal, sind ja auch viele Daueraufträge, in den Momenten, wo dann doch mal jemand 100 Euro schickt und den Verwendungszweck noch ein bisschen auffüllt, lesen wir das vor. Das können dann solche Sachen sein, wie als der Max da war, das war gut, ich wünsche mir das öfter oder so, ja, also so Nachträge zu Gästen, die da waren, zu Themen. Manchmal habe ich Running Gags. Liebesgrüße. Liebesgrüße, genau, so ein Running Gag, der dann läuft. Sehr oft sind es auch ganz knappe, du hast recht, du hast Unrecht bei den spezifischen Themen, die wir länger haben. Ja, wenn wir so, also eine meiner politischen Thesen ist halt, AfD-Wähler sind alle Nazis, ja, kann man dann durchdiskutieren, nee, sind das nicht doch Verlierer oder so. Und sehr oft wurde der Verwendungszweck halt benutzt, um zu sagen, ja stimmt, sind alles Nazis. Oder eben, da ist aber, ja, sozusagen den Bock geschossen. Also solche Sachen, die, da gibt es dann schon eine interessante Transferleistung, dass man über die politische Angefixtheit, aber dann dagegen zu sein und den Kritik loszuwerden, aber mit dem Wissen, eigentlich unterstütze ich das, und dann hat man so zweigleisig. Also man schickt 10 Euro und schreibt rein, das war aber schlecht. Das ist ein AfD-Konto in Leipzig. Die sind 10 Euro. Nächstes Mal bitte anders. Ja, klar. Auf Sender AfD Leipzig. So. Also nie, weil ich weiß, mein Verwendungszweck wird in der Sendung kommen, bin ich jetzt sogar bereit, hier vielleicht sogar irgendwie überhaupt was zu geben oder mehr zu geben. Über die Motivation kann ich wenig sagen. Also bei PayPal hat man mehr Verwendungszweckzeichen.
wobei dann auch völlig klar ist, dass ich das kürze auf die zentrale Aussage. Also es gibt sozusagen keinen 1:1, also es gibt ja eh keine Versprechen oder so, ja, sondern es ist halt einfach, nur da wir eh den Namen vorlesen am Anfang der Sendung von denen, die aktuell überwiesen haben, verknüpfe ich das dann gleich mit der kleinen Botschaft, die dann hinten anhängt. Meistens ist es den Hörern wichtig, dass es, witzig ist, dass sie dem Programmflow damit folgen. Also es ist jetzt gar nicht so sehr, dass jemand seine Persönlichkeit in dem Moment ausdrückt, sondern man möchte tatsächlich ein Stück Aufwachen-Podcast produzieren in dem Moment. Mit einer Pointe. Das wollen die anderen, also das wollen die, die auf Feedback antworten, wo es, wie sie wissen, dass es vorgelesen wird, wahrscheinlich genauso, oder? Also bei den anderen Podcast-Formaten, wo halt wirklich Feedback vorgelesen wird, wir sind ja nicht die Einzigen, also es gibt auch noch einige wenige andere, die das machen, da wollen sie ja auch so ein Teil davon sein wahrscheinlich. Deswegen, ja, das war auch mein Eindruck immer. Ja. Dass wir, also ich sage ja auch ganz oft an, dass wir, was weiß ich, wir gucken halt viel Nachrichten, da sind dann irgendwelche großen Nachrichten zusammengedampft auf eine Kurzmeldung und wir wollen dann mehr dazu wissen. So. Und sehr viele Leute wissen mehr dazu. Und dann achten die auch darauf, dass das konzentrierte zwei Sätze sind oder so, die dazu kommen, weil sie wissen, ist vorlesbar und die Wahrscheinlichkeit ist dann auch hoch, dass ich das dann reinhole. Also gerade wenn ich bewusst aufgerufen habe, zu sagen, ich bräuchte hier mal eine Erklärung. So, wollen wir noch eine kurze Abschlussrunde machen oder hat jemand noch ein Thema unter den Fingernägeln, was ihm brennt? Vielleicht nur ganz kurz, um auch den Bogen an den Anfang wieder zu schließen. Du hast ja das Sammeln angesprochen, auch so als Problem, wenn ich auf verschiedenen Hochzeiten tanze, wie nehme ich das dann zusammen, dass ich nichts vergesse und so. Einfach ist mir jetzt hier so parallel in den Sinn gekommen, kommen mit so kleinen Tools, so if this then that, kann man vielleicht, so, wenn ein Tweet an mich mit dem Hashtag, dann setz mir den doch gleich da rein und dann... Am Ende. Stimmt, das mache ich sogar, aber ich nutze es nicht. Also ich habe eine if this then that Verbindung, die mir jedes Reply in Spreadsheet zieht. Da habe ich irgendwann mal reingeguckt, dann hatte das wahnsinnig viele Zeilen, dann dachte ich mir, ist ja interessant, dass es immer noch läuft. Aber es stimmt, das geht auch. So, also das sprengt sich dann vielleicht auch irgendwann, wenn man dann mal die 1500 Rückmeldungen hat, muss man sich dann da auch was anderes überlegen. Aber vielleicht so als Anstoß, wem das vielleicht was hilft. Kurze Abschlussrunde, mich würde interessieren, wollt ihr mehr Feedback in Podcasts haben oder nicht? Also wollt ihr lieber das Format, so wie es die Großen machen, wo kein Feedback drin vorkommt und was heißt die Großen? Ja, das hängt ja, das hängt doch vom Thema ab. Ich finde, jedes Feedback, was mich als Hörer weiterbringt, höre ich mir gerne an. Und was mich aber immer genervt bei Podcasts, Entschuldigung, ist, wenn das quasi nur so, hey, ihr seid toll, oder das sind wie Leute, die quasi bei Twitter jedes Lob an sich nochmal retweeten. Das geht mir tierisch auf den Zeiger. Und so, genauso ist es mit Podcast-Feedback auch, wenn das ist, was inhaltlich zur Sache beiträgt. Aber die Großen machen ja auch das nicht. Also ich glaube, unter der Freakshow sind viele Podcast-Kommentare, die auch die Show weiterbringen würden, weil sie halt Fehler wirklich oder was, da, aber da wird halt gar nichts dazu gemacht. Deswegen ist, da würde ich mir zum Beispiel mehr wünschen. Ja, dann schreibt das denen doch, werden wahrscheinlich nicht kurz reagieren. Das ist genau der Punkt. Ja, das ist doch die Entscheidung von, wahrscheinlich haben die nicht die Zeit oder nicht die Lust. Ja. Deswegen würde mich ja die Hörersicht interessieren. Ich glaube, das ist wirklich die Unterscheidung, da folge ich dir auch und ich glaube, du siehst das auch so ähnlich, so, wo man dann an einem Punkt ist, wo das Feedback Teil der Sendung sein will und ein bisschen Sendung machen will im positiven Sinne, da will ich als anderer Hörer dann auch eher sowas, aber ich will im Podcast nicht hören, 25 Mal, der hat uns geschrieben, vielen Dank, der hat uns geschrieben, vielen Dank, dann sind wir so da. Das ist klar. Das hilft mir dann irgendwie nicht. Aber so Ergänzungen, die... Also ich als Podcast-Neuling muss dir sagen, weil ich mich ja jetzt so reinfuchse und immer mehr höre, ich vermisse das nicht. Ich bräuchte das gar nicht. Wenn ich irgendwie Feedback zu der Sendung haben will oder wissen will, wie die angekommen ist oder ob den Leuten auch das negativ aufgefallen ist wie mir, würde ich gezielt auf Facebook oder so gehen, um zu gucken, okay, was haben die darüber so geschrieben. Ist ein guter Punkt. Man kann ja, wenn man Feedback sehen will oder hören will, auch selber nach dem Feedback suchen. Also wenn halt die anderen im Blog oder auf Facebook geantwortet haben, dann kann man halt auch selber reinschauen, ob da Feedback ist. Ja. Du sagst, du nennst die Großen, aber dass sie nicht antworten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es kann auch immer damit zu tun haben, dass es A, die Strukturen nicht hergeben, in der Redaktion zum Beispiel, dass einfach nicht genug Leute da sind und dass nicht die richtigen Tools am Start sind. Ja. Also ich arbeite auch in einer größeren Redaktion und da ist es auf jeden Fall so, dass wir probieren, also Prozesse zu optimieren. Es gibt zum Beispiel SWOT, EIO
Und da kannst du halt mit einem Team sozusagen deine YouTube, deine Facebook- und Instagram-Kommentare, wenn das viele sind, wirklich screenen und abhaken. Das heißt, jemand, der danach das Ruder sozusagen übernimmt, weiß, was wird schon bearbeitet und was nicht. Und vielleicht muss man halt auch dann, wenn du verschiedene Abteilungen hast, das auch irgendwie aufteilen, so das Feedback. Ne? Bei uns macht zum Beispiel die Video-Unit auch nur die YouTube-Kommentare und beantwortet die E-Mails. Das Online-Team macht dann nur Instagram und Facebook. Also ich glaube, es funktioniert schon, aber man muss die Strukturen dafür schaffen, muss halt die Tools auf dem Schirm. Bei größeren Podcasts wird es dann schnell aufwendig, wahrscheinlich auch. Das ist so. Ja. Gut, aber wenn das Herz gut dran steckt, wenn es ein geiles Thema ist und gutes Feedback reinpasst, dann finde ich, müssen auch größere Player da Antworten geben. Und das geht auf jeden Fall. Kommt auch sehr gut an. Mir hat gestern nachts um 2 noch jemand bei Instagram geschrieben und ich war dank Subscribe-Nachtschwärmerei ja noch auf. Der hat sich total gefreut, dass ich noch reagiert habe, noch bevor der neue Sonntagsspieltag losgeht. Da habe ich gemeint, ja, war halt gerade wach, alles gut, entspann dich, schlaf gut. Das macht unglaublich sympathisch, wenn du dann irgendwie doch nochmal so agierst, ne? Und irgendwie der Name auftauchst. Ja, da muss man halt auch gucken, worauf man selber Bock hat. Also manchmal mache ich da auch zu viel. Also manchmal, ich will immer, dass bei Facebook steht, dass ich schnell reagiere. Das setzt mich aber halt dann auch unter den Druck. Und Facebook ist da ja auch ganz geil. Wenn du weiter möchtest, dass sie anzeigen, dass du schnell reagierst, dann solltest du aber die Nachricht jetzt wirklich mal, das sind eine Push-Notification, sie kommen nach der dritten Stunde, wenn du nicht reagiert hast. Da bin ich schon recht ärgert. So muss man sich manchmal auch bremsen, aber das, wie gesagt, man muss es ja echt. Ihr müsst es ja machen. Das ist natürlich bei euch mit den Redaktionen noch ein bisschen anders. Da kriegt man das gebündelt. Da hat man ja auch eine Hörerredaktion oder eine Zuschauerredaktion. Das macht es auch einfacher, aber ihr habt auch viel mehr. Es gibt gute Tools, das ist echt ein guter Hinweis. Es gibt ja auch noch Sprout Social, Social Hub, Hootsuite, Sprinkler, Social Champion, 247 Grad. Das sind jetzt so die gerade so Unternehmen, die ich kenne, die größer sind, verwenden. Das ist ganz praktisch, weil man da auch sagen kann, zum Teil wird da auch schon vorgefiltert, ist ein Kommentar vermutlich eher negativ oder positiv. Das ist gerade so, also ich arbeite mit Adidas gerade noch zusammen, solange bis es mal läuft im Rasenfunk. Und da, die müssen halt zum Beispiel sowas nutzen, weil die halt natürlich auf eine Kundenbeschwerde sehr schnell reagieren wollen. Und wenn einfach nur jemand schreibt, ich finde, gibt es das auch in Größe 34, dann können die sich auch mal eine Stunde Zeit lassen. Tja, unsere Stunde ist leider um. Vielen Dank für das. Ja, danke euch.